And that is, everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute hier mit dem Aufbau einer Verkaufsseite, einer Salespage, auch schön. Hier nochmal auf Englisch für alle unsere englischen Zuschauer. Natürlich keine, aber nur. Genau, ich verstehe nur mit euch. Spaß beiseite. Alex wieder dabei und wir schauen uns heute mal den Aufbau an, wie man eine Verkaufsseite eigentlich aufbauen kann. Und das mal ein Beispiel einer Software, die wir an den Mann bringen wollen. Genau. Mit einem Team, mit ein paar Programmierern hier unsere Software auf die Beine gestellt, die wir jetzt verkaufen wollen. Und deswegen, ja, gehen wir mal durch und bauen das mal hier in unserer schönen, aufgemalten Website auf. Und ja, würde ich sagen, ich übergebe dir das Wort. Fangen wir an, ne? Und wir fangen an. Ja, direkt das Erste, was du machen musst, ist die Augen des Nutzers auf der Seite zu haben und direkt dafür zu sorgen, dass die Aufmerksamkeit da ist. Deswegen Headline, das Oberste. Headline hatten wir schon mal in einem Video gesagt, ganz wichtig, zuerst Benefit kommunizieren. Nicht zuerst hinschreiben, meine Software heißt so und so, das interessiert erstmal niemanden. Außer er gibt das natürlich ein, aber dann wird er sowieso länger auf deiner Seite bleiben. Erstmal, was bringt mir die Software? Und dann kannst du den Namen, wenn du möchtest, dahinter schreiben. Das ist so die Headline, ne? Großen Benefit kommunizieren, ganz wichtig. Ja, das sind zwei Möglichkeiten. Möchtest du was sagen, oder? Ich wollte vielleicht ein Beispiel dazu nochmal nennen. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Beispiel. Wir haben eine Software, die ermöglicht mir, wir nehmen mal Amazon-Software, wenn wir das gerade einfällt, wie man Produkte findet. Ja? Wir haben zum Beispiel eine Software, mit der wir die Produktrecherche unglaublich vereinfachen können. Ja, da gibt es auch ein paar Ausgaben. Genau, wie man jetzt zum Beispiel einfach Produkte findet. Ja. Hau mal eine Headline dafür aus. Dein Produkt in 5 Minuten, wie gesagt. Dein ist Amazon FBA-Produkt in 5 Minuten. Ja. Weil es dann noch ein bisschen spezifischer ist. Ja, ja, ist die Frage. Also, ja, doch, kann man machen. Das ist ja schon wieder sehr lang. Ne? Man muss immer gucken. Aber klar, dein FBA-Produkt in 5 Minuten. Man muss halt gucken, dass du hast bei einer Software, es kommt auch an, wen du targetierst. Die Herausforderung, da habt ihr schon im Traffic wahrscheinlich geredet, dass wenn es eine organische Seite ist, weißt du nicht, wer draufkommt, dann musst du halt schauen, dass du möglichst aus den Nutzern, die draufkommen, das Maximum machst. Deswegen, wenn die nicht FBA machen wollen, fragen die sich, was ist das? Kenne ich nicht, bin ich weg. Aber kann man machen, auf jeden Fall. Dein FBA-Produkt in 5 Minuten. Oder dein Amazon-Produkt vielleicht. Dein Amazon-Produkt in 5 Minuten, das versteht jeder. Das Schöne ist, 5 ist da drin. 5 ist eine Zahl. Und Zahlen ziehen sofort die Augen auf sich. Ist immer so. Das heißt, wenn deine Software, sagen wir mal, AMZ Fast Product heißt. Blöder Name wahrscheinlich, aber wobei, können wir konvertieren. Naja. Dann schreibst du nicht AMZ Fast Product, dein Produkt in 5 Minuten, sondern genau andersrum. Dein Amazon-Produkt in 5 Minuten. Strich AMZ Fast Product, weil diese Sekunde, die er das eher liest, ist eine höhere Chance, dass auf der Seite bleibt einfach, ganz wichtig. Vielleicht noch ein Beispiel, um noch was anderes zu nennen, Slack, kennst du vielleicht, ist ein Kommunikationstool für Unternehmen, da vielleicht auch noch so eine Headline, vielleicht schaut jemand zu, der da arbeitet, der kann dann gleich mit dem CEO unsere coolen Headlines hier weitergeben, dann ist natürlich jetzt Spaß, aber Kommunikationstool letztendlich, das einfach hilft den Mitarbeitern in einem Unternehmen besser zu kommunizieren, sich auszutauschen und vielleicht auch noch so eine Headline, das war da so zwei Beispiele. Ja, alle deine Mitarbeiter in einem Chat oder so. Ganz, ganz, ganz einfach. Das muss man testen am Ende. Ne? Ist klar, muss man immer testen. Aber kleiner Tipp, schreib dir 5, 6, 7 Headlines raus und teste die einfach mal. Kannst du machen, indem du einfach auf einer klassischen Facebook-Anzeige die schaltest, nur diese Headlines, und dann guckst, wo klicken die meisten Leute drauf. Das interessiert scheinbar die meisten. Nimm das hier. Kostet dich nicht viel. Also wenn 5 Euro pro Anzeige, dann hast du schon gute Ergebnisse. Ja. Das sind 50 Euro, dafür weißt du, was konvertiert. Ja. Ist einfach so, ist dann proven, wie die Amis sagen. Ja. Das war eine coole Vorgehensweise, finde ich auch immer, wie ich das so ein bisschen mache. Also ich probiere mir nochmal ganz genau zu überlegen, was löst meine Software hier oder mein Produkt und so weiter für ein Problem. Und das Hauptproblem, was es wirklich löst, das kommt im Endeffekt so in die Headline. Das größte Problem, ja, was die Leute haben, die sich so ein Produkt zum Beispiel kaufen, kommt da rein. Ja. Dass man da so vorgeht. Gut. Ja. Haben wir die Headline, genau. Die steht, die haben wir oben stehen und dann geht's weiter. Genau, wir haben verschiedene Möglichkeiten jetzt vorzugehen. Ich empfehle, was wir auch bei unserer Software machen, ein kleines Video zu machen, was die Software einfach mal kurz vorstellt. Weil in der Mitte oder? Ich würde sie mittig machen. Okay. Tatsächlich einfach ganz mittig. Es sieht unspektakulär aus, aber diese Videos werden oft geschaut. Ich glaube, 20% der Leute, die auf der Seite sind, gucken sich dieses Video relativ lang an. Und du kannst dieses Video, es muss jetzt gar nicht so ein 40-Minuten-Ding sein, das ist überhaupt nicht notwendig. Es reicht völlig aus, wenn das Video 5 Minuten geht, kurz die Software vorstellt, die Vorteile vorstellt, vielleicht eine kleine Geschichte erzählt, einfach sagt, das ist Luke. Luke sucht schon lange ein Produkt. Da Luke sich nicht sicher ist, welches Produkt gut ist, ist Luke aktuell völlig ratlos. Jetzt hat Luke aber zufällig Name der Software gefunden.
Mit dieser Software kann Luke innerhalb von 5 Minuten sein Produkt finden. Das geschieht so und so und so und sieht so und so aus. Ganz, ganz, ganz lieb. Ich muss dazu auch sagen, dass ich, wenn ich eine Software besuche, eine Website, Videos, schaue ich mir persönlich immer an, weil ich finde, man kann sich Text durchlesen. Ja, es ist aber, ich mag es persönlich nicht. Ein Video ist schön, du weißt direkt meistens in 2-3 Minuten, was das für einen Sinn hat, das Produkt. Und eben hast du so angesprochen, die Story, finde ich, zieht einfach tausendmal mehr, eine Story zu erzählen, zum Beispiel so ein bisschen, das war der alte Weg, der Alltag dieser Person war es damals so und so, beim Kommunikationstool bei Slack, dass man dort zeigt, wie war es damals in der Organisation, wie die kommunizieren. 20 Tools über WhatsApp, über Facebook, perfekt. Und dann so die Lösung, Slack, ein Tool, alle zusammen, alle Leute drin, und das läuft. Genau, das ohne Ablenkung, ohne Ablenkung, mit Facebook-Elementen und so direkt. Ja. Kann man so viel machen, also wir können jetzt direkt eine Copy wahrscheinlich raushauen, aber dafür sind wir jetzt nicht hier. Es geht nur darum, wie du schon sagst. Story, auch noch ein anderer Punkt. Die Nutzer können sich viel mehr darunter vorstellen. Die wissen sofort, worum es geht. Die haben sofort die Benefits im Kopf und die glauben auch dran. Dadurch, dass du dir das so verkaufst in der Story, glauben die viel eher dran und sagen, ach klar, so funktioniert das. Mhm. Schönes Beispiel, wenn du was angucken möchtest, gib mal DigiBiz ein. Einfach nur Digi und Biz. So ein Olli Wermeling ist fantastisch kommuniziert. Fantastisch. Genau, ist keine Software, ist ein Infoprodukt, aber wie gesagt, guck's dir an, wenn du Bock hast. Jetzt haben wir das, okay? Jetzt hier drunter kann schon die erste Call to Action kommen, weil wenn es gut läuft, hast du ihn an der Stelle schon überzeugt. Weil das im Video kannst du ja viel Content spielen. Genau, genau, absolut. Du kannst hier schon alles sagen, was gesagt werden muss. Das heißt, hier drunter steht dann einfach, okay, jetzt Pakete anschauen oder jetzt deinen Zugang sichern. Das ist auch immer ganz gut. Musst du gucken, welches Schritt das schon ist. Wenn er noch ins Bestellformular geht, dann würde ich vielleicht erstmal jetzt Pakete anschauen. Dann wird das Bestellformular und hat die 3 Pakete oder hat hier direkt die Pakete drunter. Dann ist man tatsächlich schon bei jetzt bestellen, klar. Jo, der Button ist schon klein. Ja, das ist richtig, die Meinung haben sie wohl. Genau, kommentiert wahnsinnig gut, wenn der Button dann wieder abgeschnitten ist und die Schrift weiter. Haben wir nicht getestet? Okay, genau. Und jetzt geht's in die Argumentation. Jetzt kommt als nächstes hier das Ganze, was im Video ist, nochmal in Kurzform, in Text. Am besten, du machst es wirklich ganz kurz. Eigentlich ist es ein bisschen länger. Das nimmt eigentlich, ich sag mal, ein Drittel der Seite ungefähr ein. Aber das funktioniert, genau. Das ist so ein bisschen Text. Du hast natürlich immer hier dazwischen wieder Headlines, die das Ganze schmackhaft machen, das ist ganz klar. Das nennt man Transition Headlines, einfach man liest diesen Text durch, man scrollt über die Seite und hat dazwischen Headlines und sagt, ah, okay, das ist spannend, das klingt gut. Jetzt hoffen wir haben ihn überzeugt, er hat sich das Video nicht angeschaut. Das heißt, genau, wir erzählen nochmal den Button ganz kurz. Hier wird jetzt zum Beispiel dann die nächste Headline kommen, das heißt, unser Tool, zum Beispiel das Kommunikationstool Slack, spare dir wertvolle Zeit in der Kommunikation und spare dir jeden Tag 3 Stunden an Zeit durch unseres irgendwas. Ja, ist auch egal. Ja. Wieder eine schöne Headline hier hin und dann kommt hier letztendlich nochmal die Kommunikation mit den Benefits, die Vorteile. Die hier oben auch schon drin waren, muss man auch sagen. Die sollte auch hier schon drin gewesen sein. Das heißt, das ist das quasi nochmal kopiert und nochmal ganz hübsch aufbereitet. Was ich hier auch immer ganz cool finde, das muss man natürlich auch wieder testen. Der Aufbau, wie man diese Benefits kommuniziert. Was ich immer ganz cool finde, sind so kleine Kästen, die hier letztendlich sind, zum Beispiel 3 Stück oder 6 insgesamt. Und alle haben eine kleine Headline, zum Beispiel schneller kommunizieren. Der nächste ist, verschwende keine Zeit mehr. Auf jeden Fall hast du hier dann so kleine Button, die das Ganze einfach nochmal übersichtlich machen. Und dann natürlich kommt ihr dann nicht, muss man testen, auch wieder hier Split-Testing, eines der wichtigsten Dinge, aber so ein kompletter, enger Text ist meistens nicht so schön und scannbar, wie was aufgeteilt ist. Können auch schöne Bullet Points sein, aber auf jeden Fall übersichtlich, sodass der Kunde im Prinzip, finde ich, immer schön auf einen Blick gleich sehen kann, was die Benefits sind und dann sich mehr dazu durchlesen kann. Ja, auch 2 Punkte dazu. Erstens, wie Luke schon sagt, mach ungerade Anzahl an Benefits. 3 Stück ist ja eine gute Sache, 5 Stück ist super, 7 ist gut. Kommt dir einfach besser als gerade, warum auch immer. Nächste Sache, wie du schon sagst, das soll nicht zu viel sein. Maximal, das empfehle ich für E-Mails, das empfehle ich für diese Texte, das empfehle ich für Benefit Bullets. 3 Zeilen untereinander, dann muss eine Leerzeile kommen. Ja. Oder halt der nächste Benefit. Weil die Leute, kannst du es ja probieren. Guck mal auf 3 Zeilen, geht noch halbwegs klar. Guck auf 4 Zeilen, das ist eine Welt, eine ganz andere Welt. Dass du wirklich guckst, maximal 3 Zeilen, dann eine Leerzeile. Auch einfach eine richtige Sache. Genau, hier werden wieder Benefits kommuniziert. Jetzt, wir halten das wirklich ganz lean, kommen so 3 Elemente, die wirklich ganz wichtig sind. Das erste ist der Social Proof. Das ist hier auch drunter. Auch hier kannst du erstmal noch einen Bestellbutton machen, kannst du mal ganz kurz CTA einfach entscheiden. Weil die CTAs, du musst dir vorstellen, der Nutzer. CTA nochmal. Call to Action heißt das, sind quasi diese Buttons hier wieder. Die können auch genau gleich aussehen. Es ist so, dass der Nutzer, du weißt nicht genau, wann ist er bereit. Wenn du hier unten eine CTA hast, hast du ihm die ganze Copy einverleibt und bist dir schon mal sicher, entweder er kauft jetzt oder er kauft nicht. Wenn er jetzt nicht kauft, kauft er nie wieder. Aber es gibt auch Nutzer, die würden hier oben schon kaufen, überlegen sich dann aber anders, wenn sie runterscrollen. Warum nicht denen hier schon die Chance geben? Das ist ja überhaupt kein Problem. Genau, da kommt Social Proof, das können Testimonials sein, das kann sein, okay, da ist ganz wichtig, versuch wirklich
Wenn du für Google die Seiten schaltest, sowieso. Testimonials müssen nachprüfbar sein. Du musst dann zum Beispiel sagen, Herbert Meyer aus dem Unternehmen so und so hat mit dieser Software bereits 5 Produkte erfolgreich gefunden und source die schon und nimmt schon so und so viel Geld ein. Da muss, wenn jetzt für Google, muss dieser Herbert Meyer zu finden sein irgendwie, das lassen wir jetzt nicht zu. Ja. Kann auch einfach sein, 5000 Leute verwenden das Ding schon erfolgreich. Kannst du verschiedene Sachen nehmen. Hatten wir auch schon mal sagen. Hatten wir auch schon gesagt, genau, deswegen. Genau. Okay. Jo, es geht weiter. Ich empfehle, also du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst wieder eine Call to Action machen oder du hängst gleich das nächste Element an, was dann im Grunde eine Garantie wäre. Wir garantieren dir. Genau, machen wir erst die Garantie, damit es nicht so viele Call to Actions. Ich sag mal, 3 Call to Actions geht schon klar. Kannst du noch 4 machen, aber muss man mal schauen. Wir machen jetzt 10, glaube ich, auf der Seite machen wir, wenn ich so gucke, 4. 4 machen wir. Die Garantie sagt im Grunde aus, du wirst innerhalb von 30 Tagen mindestens 5 Produkte finden oder du wirst einfach innerhalb der nächsten 20 Minuten ein Produkt finden, wie du möchtest. Ja. Wenn die Zeit ergibt zur Knüpfung, hatten wir auch schon im Video davor. Sonst Geld zurück. Plus, du darfst die Zukunft trotzdem behalten bis Ende des Monats. Ganz einfach eigentlich. Call to Action wieder. Wieder jetzt bitte Pakete anschauen oder jetzt eintragen, was auch immer. Mhm. Und dann das letzte, Verknappung. Und bei Software geht es ganz gut, weil es ist ja so, du hast deine Software und die Software wird mit der Zeit besser. Und wenn sie besser wird, kannst du mehr Geld dafür verlangen. Das ist einfach so. Das ist, finde ich, absolut nicht verwerflich zu sagen, wir erhöhen den Preis jedes Jahr um 10%, solange wir uns verbessern. Das heißt, du kannst sagen, dieser Preis hier gilt nur für eine begrenzte Zeit. Wenn du keine Zeit hinschreibst, dann ist das absolut richtig, weil irgendwann stirbst du, stirbt dein Unternehmen und wenn es in 100 Jahren ist, dann gilt der Preis nicht mehr. Ist nicht verwerflich, aber eine gewisse Verknappung sollte da sein. Oder es ist gerade irgendeine Aktion, Aktionen sind auch immer cool. Ja, ja, schon viele Beispiele. Man kann auch wieder kreativ sein, da muss man natürlich auch schauen, was am besten passt. Genau. Kann auch jetzt zum Beispiel, wenn du in den nächsten 2 Wochen jetzt auch den Zugang holst oder das Testangebot in Anspruch nimmst, dann kriegst du insgesamt nochmal 10% Rabatt oder 2 Monate kostenlos. Oder hast du eine Aktion, eine Woche komplett kostenlos testen, dann erst bezahlen. Ja. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann will ich genau. Und dann kommt hier die Abschluss-Call-to-Action, das ist quasi die letzte dann sozusagen. Finde ich. Hier muss ich so ein bisschen sagen, ich finde, dass das vielleicht doch, also es kommt natürlich darauf an, wie umfangreich. Ich meine, wenn du jetzt Verknappung 2 Sätze hast und dann nochmal eine Call to Action, das wäre schon ein bisschen viel. Ne? Das ist richtig. Das heißt, eventuell kann das auch nur Verknappung kommen, wenn das jetzt nur ein Satz wäre und auch da drunter kommt, dann kann man hier dann würde ich sie oben mit einbauen. Genau, kann man hier noch drüber schreiben. Ne? Deswegen würde ich es jetzt einfach mal so lassen. Aber generell finde ich, verstehe man das Prinzip hier sehr gut. Content oder immer halt ein großes Paket. Hier oben ist jetzt das Video mit der Headline, Call to Action. Dann hier Text mit den Benefits, der nächste Call to Action, der nächste Teil und dann wieder letztendlich eine Möglichkeit geben, dem Kunden letztendlich das zu bringen, was wir auf der Seite haben. Du kannst auch hier unten eine softe Call to Action machen. Also hier unten muss eine Call to Action mal hin. Ja. Das Call bis runter hat keinen Button. Genau, dann können wir genau das hier drüber. Du könntest dann einfach, du musst dann keinen Button machen, sondern einfach nur einen Textlink. Ja. Jetzt die Sachen sichern. Oder davor, das haben wir auf einer unserer Seiten, nochmal so ein Garantiesiegel. Absolutes safes Geld zurück Garantie, die hier oben natürlich schon drin steht, aber die steht unten auch nochmal. Und dann passt das auch wieder vom Platz. Ich weiß, was du meinst, du kannst nicht 2 Sätze machen, der nächste sieht kacke aus, ganz ehrlich. Ja. Das, genau, genau. Hier würde ich jetzt vielleicht einmal die Verknappung noch darüber nehmen. Kann man auch noch dann ist auch oben, oder das sind Social Proof, du sagst, die Garantie geht hier runter, oder wenn das Social Proof wirklich viel ist, es gibt da ja Seiten, die haben gefühlt 100 Kundenbewertungen da drauf, dann wird ich da nicht noch die Garantie drunter klatschen. Man muss auch mal gucken, muss gucken. Es sollte so sein, dass du nicht 2 Call to Actions gleichzeitig siehst. Das ist sonst, wirkt sonst spammy. Ja. Aber ansonsten, immer wieder zu sehen, ist eigentlich eine coole Sache. Ja. Hier vielleicht nochmal zum Punkt. Wir haben jetzt ein physisches Produkt, ja? Und wir haben jetzt unser Messer und fragen uns, wie kann ich da jetzt ein Video erstellen? Ne? Ich möchte jetzt vielleicht nicht 200 Euro ausgeben für eine Animation. Ich möchte mich vielleicht auch nicht selber für die Kamera stellen, habe keine Zeit, das zu filmen. Das Video ist jetzt nicht da, ja, wir arbeiten ohne Video. Wie würde ich dann jetzt diese Sales Page aufbauen? Dann würde, ich kann es ein bisschen ganz kurz sagen, wie wir jetzt im Endeffekt die Elemente ein bisschen verschieben, kannst du jetzt auch noch was zu sagen, dann würde man im Endeffekt, wir haben ja hier schon auch gesagt, die Benefits erwähnen wir hier auch im Video direkt, dass wir sozusagen den Textteil hier hochnehmen und als einfach als wichtigen Punkt, der Kunde kommt auf unsere Seite in diesem Fall und er soll nicht sofort einen Button sehen, er soll nicht sofort von uns sehen, hey, der möchte irgendwas von mir, sondern wir geben ihm erstmal Content oder einfach was zum Produkt und dann hat er hier die Möglichkeit letztendlich, sich Pakete anzuschauen, unser Produkt zu erwerben. Das ist die Frage, gehen wir von einem Shop aus oder? Nee, wirklich die Produktseite. Ja? Wir schalten Traffic auf unser Messer, das ist jetzt die Landingpage, wirklich die Verkaufsseite vom Produkt. Aber es muss ja ein Shop irgendwie hinterlegt sein, oder? Ja, das kann man auch einfach Landingpage sagen. Das muss nicht ein Shop sein. Ne? Das können auch viele, der Button kann zum Beispiel auf Amazon gehen. Okay, okay, verstehe. Also der muss nicht direkt, also sozusagen der Schritt vor dann würde ich viel mit Bildern arbeiten tatsächlich. Ja. Also mit Bildern, wie das Messer aussieht, wie hochwertig es aussieht, vielleicht nochmal die Nahansicht. Dem Teil. Genau, da drüben ist es perfekt angesiedelt. Ja. Ansonsten die Benefits daneben, die würde ich auch viel schlanker halten, ehrlich gesagt. Bei einem Produkt, die Sache ist, das kommt auch anders zu verkaufen, so eine Software, das sieht man nicht. Man hat es auf dem Rechner irgendwie, aber die ist irgendwie nicht da.
so ein Produkt hat man in der Hand. Deswegen die Produkt, die Conversion Rates bei Amazon sind halt fünfmal so wie die bei, ich sag mal, digitalen Produkten bei Software. Das ist ja auch ein digitales Produkt. Deswegen musst du dir da keinen so großen Stress machen mit 20 Garantien, Social Proof hinein. Pack das alles mit runter, das ist super. Das wird die Conversion in den allermeisten Fällen nicht verschlechtern. Aber Verpackung übrigens ist natürlich oben drin, nur noch so und so viele Stück verfügbar, klar. Aber mach dir da nicht so einen großen Stress, so eine Salespage zu bauen. Ganz ehrlich, das ist in dem Fall, wenn die Leute schon auf deiner Seite sind, ein Messer kaufen wollen, wahrscheinlich werden die dann, wenn du es halbwegs gut machst, das Ding auch von dir kaufen. Also ich fand das mit den Bildern ganz gut, das hatte ich gerade genau. Also wirklich Bilder, zum Beispiel hier hin, dann hast du hier neben vier Bullet Points auch mit den Benefits, genau. Hast dann darunter die erste Call to Action und dann kannst du unter auch den Teil bringen im Endeffekt und absolut. Da wieder anhängen. Und einfach ein bisschen auch mit den Call to Action ein bisschen nach Bauchgefühl arbeiten, wenn du siehst, hier hatte ich jetzt schon wieder zwei, drei Teile Content, der User ist jetzt schon ein bisschen runtergescrollt, wieder kannst du den nächsten bringen und hier einfach ein bisschen praktisch arbeiten. Und auch eine coole Sache finde ich immer, dass man sich einfach erfolgreiche Startups, zum Beispiel du hast die Software, die wir eben hatten. Definitiv. Das heißt, du schaust dir wirklich große Startups an, die Millionen an Umsätzen fahren. Zum Beispiel Slack hat eine unglaublich gute Verkaufsseite, muss man ganz klar sagen. Also optimal gestaltet, dass man sich da inspirieren lässt, schaut, wie machen die das. Ich würde natürlich nicht bei der Konkurrenz direkt schauen, bei der direkten Konkurrenz, das ist immer abgucken, ist nicht gut, das macht man einfach nicht. Inspirieren lassen können. Genau, inspirieren lassen, wie bauen die das auf, wie ist das Copywriting und so weiter, und das macht man sowieso immer. Wenn man sich das jetzt einmal angeschaut hat, dann macht man das automatisch. Und unmöglich, nicht beeinflussen zu lassen. Und man lässt sich einfach immer gerne inspirieren und das auch hier nochmal als kleine eine Empfehlung da wirklich, also wir haben das auch schon mehrfach gemacht, dann zu gucken, setz erstmal deine Seite so auf. Und dann guck dir die Konkurrenz an, sonst neigst du extrem dazu, die Konkurrenz schrittweise zu kopieren. Weil du dann sagst, Gott, jetzt habe ich doch keine Einfälle mehr. Mach das wirklich, bitte mach das so, ganz, ganz wichtig. Du neigst sonst übelst dazu, das ist mir schon mehrfach so gegangen. Ich habe mir gedacht, okay, normalerweise kann ich nur den runterschreiben, ist kein Problem, in zwei Stunden ist das erledigt. Aber ich saß einfach da, halt mir die Konkurrenz gerade angeguckt, so einen Blick drauf geworfen, weil ich wollte es auch nicht kopieren. Und dann gedacht, scheiße, wie machst du das jetzt? Total, total weg. Mach erst die Page. Dann guck dir die Konkurrenz an und dann schau, okay, das Element finde ich gut bei dir, das finde ich auch bei mir eigentlich cooler. Ja. Machst du die, passt dir ein, zwei Sachen an. Du musst nicht alles anpassen. Und Split-Testen ist auch noch eine Sache. Die werden wir uns auch noch gleich anschauen. Wir gehen auch Split-Testen einnähern, deswegen. Du musst alles testen, nichts davon ist ein Stein gemeißelt. Das kann bei dir komplett anders sein, als die Garantie ganz oben stehen muss. Kann sein. So, das witzige Amazon als allerbestes Beispiel. Amazon Split-Testet so viel und die kleinsten Dinge. Den einen Tag siehst du mal, dass unter deinem Listing auf einmal drei Konkurrenzprodukte empfohlen werden. Ja, und dann fragst du dich, wieso werden da jetzt drei meiner Konkurrenten empfohlen? Das eine stand dann da bei mir, das ist das bestbewerteste, das ist das meistverkaufteste in der Kategorie und so weiter. Dann, ich krieg bei sowas halt immer relativ viele Fragen, dann Lukas, wie kriege ich das da weg? Aber das ist halt Amazon, die einfach Speed testen. Die testen einfach unglaublich viel, weil deren Ziel ist es, wir wollen mehr Umsatz generieren auf unserer Plattform. Ja. Und die testen alles mögliche, verschiedene Upsell-Strategien mit weiteren Produkten aus beim Checkout. Und achte mal einfach bei Amazon drauf, wenn du auch als Kunde privat kaufst. Es wird sich innerhalb von Wochen sehr viel verändern und das machen sie, um Daten zu sammeln und zu testen. Aber dazu im nächsten Video denke ich dann mehr. Absolut. Zu dem Video, denke ich, haben wir alles gesagt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und einen guten Einblick mal über so eine Verkaufsseite gegeben, wie sowas aussehen kann. Wie gesagt, das kannst du für ein E-Book so nutzen, das kannst du für deine physischen Produkte so nutzen, für deine Software. Im Prinzip Verkaufsseiten brauchst du bei allem, was du verkaufen möchtest. Ne? Absolut. Auch bei diesem Stück. Wir haben uns am Anfang zugeschmissen. Ne? Deswegen. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Ciao, ciao. Ciao, bis zum nächsten Video.